Das ist die erste Videoaufnahme, Wolfgang. Oh ja, das haben wir uns jetzt verdient. Dietmar ist schon wieder fleißig in der Küche. Ich habe auch keinen Durst. Nee. Wir haben hier ein wunderschönes neu erbautes Haus. So eine. Auf Rundgang gehen wir morgen. Im Haus herrscht noch Ruhe, als schläft. Das ist ein wunderschöner Essbereich. Nagelneue Küche. Schöner großer Sitzbereich. Unten ist unser Filetierhäuschen und ein kleiner Bootsanlegesteg. Da hinten kalbt der Gletscher sogar noch bis in den Fjord runter. Das sieht klasse aus. Dieser Blick. Das ist der Ausgang des Lünenfjords. Viele Tierplatz, kleiner Anlegesteg. Das ist der Hafen von Tjupik. Da rechts außen liegt unser Boot. Unsere erste Ausfahrt. Dietmar macht jetzt schon Mittagspause, Wolfgang und ich auch. Und Kai da vorne auf der Spitze, der drillt schon wieder ganz gemein. Da ist er. Es ist ein Steinbeißer im Schwanz gehakt. Oh, zieh mal auf. Ja. Der erste Angeltag neigt sich schon fast wieder dem Ende. In unserer Fischkiste ist gähnende Leere. Aber eine wunderbare Natur hier. Angeln am Steilufer mit Wasserfall. Mindestens hat das Spiel beim ersten Mal recht. Was es dafür Gründe gibt. Nicht das ist er. Stelle. Dienstag. Heute ist Tag der Abrechnung. Wer mit wem? Wer mit wem? Fische mit uns oder wir mit Fischen? Dietmar, wie geht's dir? Mir geht's gut. Wolfgang, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ein paar Fänge haben wir schon. So, jetzt werden wir mal sehen, was heute noch so passiert hier. Auf geht's! Da vorne hört sich an, als wenn einer Orgasmus kriegt. Den habe ich schon. Jetzt ist Kai hier hintergekommen.
Die Mannschaft steht parat. Guck mal. Ja. Also heute Abend müssen wir das Grinsen aus dem Gesicht meißeln. Make-up nach abdupfen. Ja, mal gucken, was er hier hat. Da kommt er. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht nicht mal aus wie ein Seeland. Das ist ein Dorsch. Das dürfte unser erster Meter Dorsch werden heute. Hey, super. Yeehoo! Den in Mittelwasser. Das ist unsere Technik an Bord. Hier rechts ein Echolot. Links die Navigation. Da auch ein Schwärmer auf. So, gucken wir mal. Weil der Mensch beim und jetzt Silvius erwischt. Moment, wir schwenken über. Was haben wir? Guck mal, was da kommt. Heilbutt. Jawohl, der erste Heilbutt. Da haben wir unseren großen Meister! Jawohl! Oh, da hinten kommt ein Fisch. Um das Eis holen wirst du Whisky. Whisky, ja. Das ist der Tagesfang und Tagesrekord von heute. Wolfgang ist fleißig. Wege. Kappichtstellung. Jetzt haben wir gerade den kleinen Chinesen hier, aber die müssen auch mit nach Deutschland. Das ist unsere Truhe. Und das kommt heute mit rein. Und das kommt. Warte, ich muss mal hier so zuhalten. Das kommt heute mit rein. Das ist auch der restliche Heilbutt. Aber das täuscht, die war nicht voll.
glaube, dann muss ich nach Hause laufen heute. Wenn ich noch einen Hund packe. Ich finde es toll. Ich könnte das. Kein schweren Drill. Ja, wir wissen noch nicht, was es ist. Ah, ich sehe es. Ein Dorsch. Ein schöner Dorsch. Oh, fantastisch. Genau die suchen wir. Ja, da durch. Ja, irgendwas will uns Silvio sagen, aber sagt es nicht mit Worten. Ja, danke. Er übertreibt es einfach nur. Na, die Grinsbacke, die zwei Grinsbacken. Also ist es schon, hat schon Pfannengröße. Das sieht wieder aus wie der Drill des Tages. Ich meine, wenn wir den jetzt live und volle Länge zeigen würden, wäre es ein Dreiteiler. Im Moment ist noch der Fisch dominant, holt mehr Schnur. Da. Wunderbar. Ist er bei der Seite gehackt worden, ne? Wir haben es auch von hier vorne gesehen, das war natürlich nicht ganz fachgerecht, wie der gehakt worden ist. Da werden sich also noch Fachkreise heute Abend mit beschäftigen müssen mit dem Fall. Ja, das ist eben, wenn man sich seinen Fisch nicht im Laden kaufen kann, ne? Kisten sind auch zu klein, überall wird gespart. Werden wir also die Ergebnisliste nicht neu schreiben müssen, ist ja auch schön. So. Ja, so geht das, so kriegen wir so auch schon ganz. Sein Schwanz ist nicht mehr drauf. Jetzt, doch, jetzt haben wir es. So, jetzt noch glücklich gucken. Na bitte. So, Wolfgang, Angeltag beendet. Ja. Erfolgreich? Machen wir es frisch. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Bei einem Tag zwei Kisten frisch. Noch alles raus. Jetzt geht's heim. Mittag. Also nicht, dass einer denkt, wir filmen hier Silvio bei der Arbeit. Nein, wir filmen Wolfgang bei der Mittagspause. Das ist natürlich nichts anderes als unser Tagesfang. Heilbutt gefangen von Silvio. Großdorsch gefangen von Silvio. 38 Fische. Steinbeißer gefangen von Kai. Und die anderen Dorsche, die hier liegen. Alle wieder so ein bisschen durch. Da liegt noch ein Lump auf dem Tisch. Da liegt noch ein Leng. Da noch ein paar Lumpen. Zwei Schellfische. 7 Seelachse. Das ist unser Tagesfang. So, nachdem wir gestern das schon mal probiert haben im Dunkeln, ohne Kamera, können wir heute dasselbe Spielchen nochmal machen. Ein Muster filetiert vom Kai. Gestern haben wir den Uli filetiert.
heute präsentieren wir die Katja. Also dann. Auch in Norwegen zählt Tradition. Neben der Auswertung unseres Wettkampfes am heutigen Abend noch ist auch schon Tradition geworden, absolut leckere Grillhaxen in Norwegen zu essen. Passend zum Thema haben wir den Fernseher zugehangen und uns wird es gleich lecker schmecken. Na, guten Appetit. Danke, Dietmar. Skål. Skål. Wie gesagt, nach 23 Uhr, es ist hell. Wir schauen auf den Lyngfjord. Dietmar fällt gleich die Asche aus dem Gesicht. Die hält. Die hält. Uns geht's gut. Jens Ivar sitzt auch bei uns. Bien. Bien, Nockland, Bien.